Seine Tochter, die Alina Zellhofer, die macht im ORF seit vielen Jahren eine ganz gute Figur sozusagen, derzeit auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Aber der Vater, der Georg Zellhofer, der ist auch im österreichischen Profifußball seit vielen Jahrzehnten eine große Nummer. Beim SC Altach hat er den Traditionsclub in den Profifußball wieder zurückgeführt, Etablierung und sogar zwei Europacup-Teilnahmen. Wie läuft es derzeit beim SCR Altach oder gibt es auch Kontakte zur Tochter derzeit? Ja, momentan habe ich viel Arbeit und die Tochter hat auch viel Arbeit. Und ich denke, es ist immer eine riesen Herausforderung. Auf der einen Seite natürlich haben wir momentan mit der Kaderplanung relativ sehr viel zu tun. Und die Alina mit dieser Weltmeisterschaft ist schon sehr intensiv. Muss man sich immer gut vorbereiten und sie möchte es immer relativ natürlich auch sehr kompetent machen. Und vor allem natürlich, wenn eine Frau in den Fußball in das Geschäft hineingekommen wird, wieder immer das Ganze ein bisschen kritisch gesehen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Alina das ganz, ganz gut macht. Hat sie das eigentlich von Grund auf schon gewollt, als Reporterin beim Österreichischen Rundfunk so professionell zu arbeiten? Nein, sagen wir mal so, sie war schon als kleines Kind viel mit mir auf dem Platz. Auf der einen Seite noch aus meiner Zeit als Spieler, wo ich tätig war, dann als Trainer war die Alina immer mit dabei und hat natürlich da schon einiges mitbekommen, war immer interessant und sie hat dann natürlich auch vom Studium her die Sache angegriffen, hat immer relativ eine klare Vorstellung gehabt, was sie machen will und dass es natürlich dann in diese Richtung geht und sie es so weit bringt, da muss ich sagen, bin ich schon sehr stolz drauf. Zurück zum SCR Altach. Georg Zellhofer, 5 Jahre Bundesliga schon wieder. Bei der Pressekonferenz hat er gesagt, der Sportdirektor, es ist ein bisschen schwierig immer die Mannschaft zu halten und auch die Zuschauer ein bisschen zu sänftigen sozusagen, dass man nicht so reagieren kann wie Red Bull Salzburg. Ja gut, von Red Bull Salzburg spreche ich überhaupt nicht, aber ich sage, ich bin jetzt 5 Jahre dabei und wir sind aufgestiegen und war nicht gerade unerfolgreich und wenn man natürlich dann als kleiner Verein die Erfolge hat, im Europacup tätig ist und so weiter, liegt die Latte sehr hoch, aber Fußball ist kein Wunschkonzert, muss ich sagen. Und wir merken auch jetzt, je länger wir uns in dieser Liga befinden, umso schwieriger wird es, immer wieder Jahr für Jahr gute Spieler zu holen, von der budgetären Seite her neue Wege zu gehen und darum ist immer mein Ansuch oder meine Bitte an die Fans, geduldig zu sein und vielleicht auch meine Saison, wenn es nicht so läuft, mitzunehmen. Wir sind auch jetzt gerade doch etwas in Umbruch, versuchen junge Spieler in der Mannschaft einzubauen, aber es wird immer der Erfolg gewünscht und da versuche ich natürlich, dass ein gewisses Verständnis mit einkehrt. Jetzt befindet sich der SCR Altach im Trainingslager in Brandnertal, gibt es eine neue Kooperation, auch eine gute Sache. Eine tolle Sache, also wirklich eine tolle Sache. Wir sind froh, dass wir auf der einen Seite hier in Vorarlberg bleiben können. Kurze Entfernung hier, 20 Minuten, fühlen uns hier pudelwohl. Tolles Hotel, sehr nette Leute, die Mannschaft ist sehr gut untergebracht, super Verpflegung, Trainingsbedingungen auch sehr gut, was das Wichtigste ist. Und hohe Berge, sehr imposant, muss ich sagen. Nochmal, ich bin wirklich sehr dankbar, dass hier der SCR Altach sein kann. Die Kaderzusammenstellung beim SCR Altach bis zum 28. Juli, bis zum Saisonstart im Heimspiel gegen Wolfsberg oder Mattersburg, ist ein bisschen holprig. Nicht unbedingt holprig, sondern vielleicht dort, wo es am schwierigsten ist, nämlich gute Stürmer zu bekommen, merken wir, dass der Markt relativ sehr, 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 sehr umworben ist, dass sehr aggressiv es am Markt zugeht und natürlich alle die Stürmer haben wollen, die Tore schießen können und das gleiche Problem haben wir auch. Und denke, wir brauchen die nötige Geduld. Die Übertrittszeit geht bis am 31.08. Und dementsprechend versuchen wir ruhig zu bleiben, aber wir sind sehr wohl aktiv am Markt. Wie gut sind die Chancen, dass der Joshua Gett verpflichtet werden könnte und der Shakira Gabira? Ja, wir sind jetzt gerade dabei. Also wir haben jetzt morgen den letzten Trainingstag. Dann werden wir uns zusammensetzen, werden das Ganze mal besprechen im Trainerteam. Natürlich dann die Rückmeldung vom Trainerteam ist für mich persönlich die wichtigste und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Und falls es sein sollte, wenn wir positiv sind, dann werden wir diesen Deal machen. Und wenn nicht, werden wir uns auch die nötige Zeit geben. Was wünscht sich der Georg Zellhofer speziell jetzt für die neue Saison, die ansteht? Verletzungsfrei. Sachen, dass wir so ein Jahr nicht mehr leben, dass die Spieler fit sind, dass sie gesund bleiben. Ich bin jetzt 30 Jahre hier dabei, aber die Vorgesaison war wirklich
ein beinhartes Jahr, wo wir wirklich sehr viele Verletzte hatten, Operationen, Kreuzbandrisse, Achillessehnenrisse und so weiter, Schlüsselbeinbruch. Und ich kann das alles aufzählen. Ich bin ja schon, glaube ich, mehr auf der ärztlichen Seite unterwegs und ich hoffe, dass jetzt die Spieler schon langsam zurückkommen, dass wir auch hier die Geduld aufbringen müssen, dass wir sie wieder eingliedern. Und ich würde mir wirklich wünschen, das gilt aber natürlich auch für alle Leute, dass sie fit und gesund bleiben. Das wäre mein größter Wunsch. Und der Appell an die großen Fußballerfamilie in Altach? Reinkommen ins Stadion und uns unterstützen. Danke, viel Glück in der neuen Saison, Georg Zellhofer. Dankeschön. Danke auch, ciao.